Damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Ja, die Gute ist ja nun tot. Ja. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Ne, ich glaube, da waren wir ja durch. Habt ihr mal mitgekriegt? Die schüttelt immer, die macht immer die gleichen Bewegungen, ne? Gut, dann gehen wir mal zu diesem komischen... Wieder mal bei Ost Plus. War ich da überhaupt richtig? Glaub, ne? Ich habe rausgefunden, warum diese Streifen hier bei dem Licht kommen. Ich habe das mal ein bisschen reduziert. Das ist voluminiertes Licht. Oder wie heißt das? Voluminiertes Licht? Ach, keine Ahnung. Das habe ich mal ausgeschaltet. Da hat man zwar kaum diese... In dem Gang, wo man diese Streifen letztens gesehen hatte, hat man dann gar keinen... Ich sag mal, wie so eine Art kleiner Nebeleffekt oder wie man das auch immer nennen will. Hier läuft der Kaffee immer noch durch. Mal, wie lange läuft denn der Kaffee hier? 24.000 Grütze. Glaube ich... War ich in der letzten Folge? Schon wieder ein bisschen her. Was gibt's hier Schönes? Hatten wir noch ein neues Dia? Ein Dia hatten wir ja noch gefunden, glaube ich, ne? Bei Lilly im Zimmer. Ja. Oh, dann fehlt uns wirklich bloß dieses eine Dia da vorne. Oh. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lilly. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lilly war schon so reif, so klug und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lilly ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Ja. Was kannst du für mich tun? Hol uns hier raus. Da war ja... Oh! 700 Gehe. Danke, mein Kätzchen. Waffenteile. Konnten wir hier noch was machen? Ja, mit 700 Stück, mit 700, Feuerkraft. Ich glaube, das wäre 100 auf 120. Nachladezeit, Feuerrate. Ich denke mal. Haben wir noch 130. Ja, komm. So, gucken. Scheiße, da haben wir ja gar nichts. Wie viel können wir denn da herstellen? Wie viel brauchen wir denn da? Ein Stück? Ich glaube, wäre ich rückwärts gegangen, wäre besser gewesen, ne? Wir machen mal. Das sind ja bloß 80. Wir machen mal 100 Stück. Dann haben wir immer noch 108 Stück. Also 108 Schießpulver. Scheiße.
Scharfschützenmunition werde ich mal auch nochmal 2 machen. Dann haben wir 5 insgesamt. Schroti. Ich guck erstmal, ob wir... Ich meine, das kann man ja auch noch währenddessen herstellen. Guck mal, was wir hier noch haben. Haben wir noch einen Schlüssel? Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. Du laberst immer das Gleiche. Hier, ne? Diese Striche hier, ne? Nochmal, ich zeig euch das mal. So sieht das jetzt aus. Ja. Hier, volumetrisches Licht. Volumetrisches. Also Lichtquelle. Mach ich. Nein. Mach ich mal aus. Guck. Also sieht das doch nicht gut aus, oder? Deswegen habe ich das wenigstens auf leicht gemacht. Also auf ja, auf Mittel. Ist egal, wir lassen das so. Nein, wir haben ja gar nichts. Doch, einen Schlüssel haben wir. Aber wir haben uns noch... Warte mal, die Spritze werde ich mir auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Kann ich los. Ey, ich will die mitnehmen. So, da waren mehrere drin. Glaube ich, ist voll, ne? Wenn man das nicht schon vorher anzeigen können, dass das voll ist. Dann nehmen wir mal den hier. Oh. Hätte ja lieber Schroti gehabt oder so. Nein, ach. Setze ich die Kappe nochmal auf. Willkommen zurück, Detective. Oh, laber nicht rum, Alte. Aber ein bisschen nervig ist es trotzdem, ne, mit den Streifen. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. 70.000, da werden wir doch nie hinkommen, ey. Wisst ihr was? Ich werde das sparen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viel Missionen hier noch kommen. Ich werde versuchen, auf 75.000 zu kommen. Und wenn nicht, dann habe ich ihn weg. So, dann haben wir hier alles. Dann kann ich wieder zurück. Dann speichere ich drüben nochmal ab und dann latschen wir. Latschen wir da rein, meine ich. So, ich werde zur Sicherheit aber einen neuen Speicherplatz nehmen. Nicht, dass ich hier wieder was falsch mache. Wir müssen wieder von vorne anfangen. So. Mein Mikrofon schon wieder zu leise? Irgendwie ist das schon wieder total leise. Oder? Ja, das geht so. Gut, vielleicht habe ich das nicht richtig vor der Gusche gehabt. So. Dann habe ich es jetzt vor der Gusche. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Ich bin unschuldig. Ich war das nicht. Wieder sind wir voll. Soll ich jetzt echt nochmal alles durchgucken hier? Ne. Warte mal, ich gehe nochmal hier rein. Guck mal, verdammt. Ja, das ist auch gar nichts. Ich gehe nochmal hier reingucken. Wenn vielleicht noch was drin ist. Das wäre ja Schoppe. Nö. Ach, schade. Ich dachte, hier kann man nochmal ein bisschen was absahen. Ich war ja zweimal hier drin. Aber Moment.
Moment mal, der O'Neill ist ja zu diesem komischen... Da waren ja vorher schon diese Feuertypen drin, ob wir vielleicht jetzt erst hätten hierher gehen müssen. Hier ist ja gar nichts mehr. Hoffe ich. Nö. Ah, doch, hier liegt noch was. Das scheint Schroti zu sein. Nö. Ach, Kacki. Hätte ja sein können. Oh. Nimm auf. Nimm auf. Ja, schon wieder 100 Teile. Ich habe mir die Kisten letztens gar nicht gesehen. Hier wird ja wohl nichts mehr drin sein, oder? Alt. Ich drücke schon die Leertaste, so wie in anderen Spielen. Nee, ich denke mal, dass wir jetzt nur noch zu dem Turm laufen müssen. Nee, Quatsch, zum Hotel muss ich ja gehen. Kisten waren ja hier, glaube ich, keine mehr, ne? Oder waren hinten noch Kisten, wo ich, wo die drei Leuchtens darum gelaufen sind. Und aber ganz schön lange hier. Trotzdem, wo haben wir noch Schlüssel? Wir haben ja so wenig Schlüssel erst. Ich hab bestimmt hier noch irgendwo Schlüssel übersehen. Haben wir hier schon drin? Willkommen. So, da hinten ist nichts. Na, ich denke mal, das wäre jetzt wohl ein bisschen sehr viel, ne, wenn sie uns jetzt nochmal nochmal Material geben würden. Schade, ich dachte, das wäre eine Statue gewesen. Oh, kann man sich kaufen. Aber ich denke mal... Da sind noch Kisten. Gleich hin, bevor ich es vergesse. Mich würde interessieren, was mit Sykes ist. Hauptsache, das kommt noch. Ich hoffe, dass er rausgekommen ist. Oh. 5, was soll das denn? Teil. Ne, ich gehe mal kurz hier rein. Ob da jetzt vielleicht was zu sehen ist. Den Spiegel will ich nicht. Wo würden wir hier eigentlich hinkommen? Das würde mich ja mal interessieren. Wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz da gucken. Dann bin ich. Ach nee, Quatsch. Hier haben wir ja nur ihm den Weg freigemacht für das. Ach ja. Nee, das war Quatsch, was ich jetzt gemacht habe.
dachte, hier kommt man nochmal zurück zu der Hauptwelt, aber das ist ja Quatsch. Wir sind ja bei Post Plus, da hätten wir ja reingekommen in diese Welt hier. Aber hier liegen noch Teile. Oh. Ach nee, eine Spritze bloß. Naja, ne, stimmt. Da sind wir ja hier durchgekrochen. Ach ja, mit dem Typen da. Und hier war ja das mit der Wanne. Da liegt noch was, sehe ich gerade. Ach, auch bloß eine Spritze. Ach, Mist. Tja, hier würde ich gerne reingehen. Ach nee, es war ja bloß 10%. Ne, 20%, ne? Okay, lassen wir das. Laufen wir fix zurück. Stimmt, ich glaube bei dem anderen, wo wir bei Hoffmann im Dings waren, im Büro, also da in dem Dings, da war doch ein so ein, wo wir hinten rausgegangen sind, hier von dem Typen hier von, na wie heißt der? Der Theodor. Da hat doch einen Tisch vor mit Kerzen. Ich glaube, da sind wir reingekommen in diese Welt. Da komme ich auch wieder, würde ich zurückkommen in die Hauptwelt. Schade, dass man den Tisch nicht wegräumen kann. So. Lass mich mal raus hier. So, hier waren ja... Oh! Das war vorher auch noch nicht, ne? Ja gut. Dann gehen wir mal weiter zum Hotel. Um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Das war hier, ne? Achso, wir sind ja noch auf dem Gehöft von... Ich sag mal jetzt auf dem Gehöft hier von... Zeigs. Genau, hier müssen wir lang. Ganz schön viel Feuer hier, muss ich mal sagen. Flasche. Ach, ich hätte ja auch hier rumlaufen können. Ach, bin ich blöd. Das wäre schneller gewesen. Genau, hier ist das Hotel. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Na, das mache ich doch glatt. Aber was eben gerade absolut nicht gefallen hat, das war ja hier dieses Licht hier, dieses Geflacker da. Das sehe ich hier bei OBS hier im Spiel, sehe ich das gar nicht so.
Also, was haben sie sich denn bei diesem Blumenlicht, sag ich mal, gedacht? Das ist doch richtig kacke. Sieht ja sowas von schäbig aus. Machen wir jetzt bloß noch auf niedrig. Geht beim, auf dem Hauptbildschirm ist es richtig schön als Nebel zu sehen hier so, als, ne, als Dunst, sag ich mal. Und bei OBS sieht das schon irgendwie scheiße aus. Naja, ist egal. So lasse ich das jetzt. So, oha, was gibt's denn hier alles? Aber wo kommt das mit mal her? Das würde mich mal jetzt interessieren. Hoffmanns Tagebuch. So ein Spiegel. Nee, ich wollte ja warten. 85 Waffenteile ist auch nicht gerade doll. Nur mal so zum Testen. Muss ich den Totenkopf da nicht mitnehmen? Fehler? Kann man darauf schießen oder so? Na, ist egal. Goodie. Und wie hier nochmal schnell? Ob hier oben noch was ist, was Schönes? Da liegt nichts. Hier oben sind ja bloß die drei Zimmer, die natürlich verschlossen sind. Aber ich würde außen trotzdem noch mal ganz kurz, weil wenn da auch noch Kisten gestanden haben, können hier ja überall noch Kisten stehen. Hier einmal hier rumgestiefelt. Hier waren wir ja. Ja, genau, hier waren wir ja. Ach, guck mal, man braucht gar nicht E drücken. Das macht er ja von alleine. So, hier unten war ja weiter auch nichts, ne? Ja, ich denke mal, wir haben hier. Ich denke mal, wir haben hier alles abgegrast. Ich verstehe bloß nicht, warum da drüben schon wieder alles zu ist. Waren die Kerzen letztens auch schon hier? Nee, ne? Ah, siehst du? Ich hab's gewusst. 70 Teile. Boah. 70 Teile haben oder nicht haben? Kommen wir auch nirgendwo rein. Bin ich hier überhaupt schon mal lang gelaufen hier? Ja doch, hier. Ja doch, hier bin ich lang gelaufen. Das war ja bloß eine Flasche. Ja, dann denke ich mal, hier waren wir ja eben schon drinnen, ne? Ja, siehst du, hier sind auch noch Kisten. Na, als wenn ich es geahnt habe. Sind zwar nur 5 Teile. Und nimm. Wenn man erst eine halbe Stunde warten muss, bis die Animation zu Ende ist, das ist sowas von nervig. Man hat nicht wegkloppen und sofort E drücken und nehmen. Nee, man muss erst warten, bis diese Kack-Animation vorbei ist. Also das ist das, was mich so richtig annervt an diesem Spiel hier. Auch wenn man jetzt gerade am Kämpfen ist, der macht so lange. Normalerweise bei anderen Spielen, wenn man dann eine Taste drückt, bricht er die Animation einfach ab. Dann nimmt er das zwar nicht in die Hand. Das heißt, man müsste dann nochmal hingehen.
Aber... Ne, aber das ist doch Müll, wenn er erst die Animation so eine halbe Stunde zu Ende macht und in der Zeit greift uns der Typ schon an. So wie letztens hier dieses, dieser komische Hund oder was das da sein soll. Guti. Guti, dann gehen wir zu der Uschi. Speichern ab. Nochmal. Und dann... können wir... mit ihr da reingehen. Den komischen Apparillo oder was das da für ein komisches Gerät ist. Ja, das hat ja Dings gebaut, ne? Liam, ne? Trotzdem sind wir voll. Oh, man braucht gar nicht E drücken. Seit wann denn das nicht? Ich drücke jetzt nur Shift und W. Gudi. Und dann sind wir bereit. Aber wie gesagt, ich speichere nochmal ab. Und dann würde ich sagen, hier kann ich glaube ich gar nicht abspeichern. Ne? Ich muss durch den Spiegel. Zum Glück ist hier ein Spiegel. Guti, dann würde ich sagen. Nein. Hier muss man sich 1000, ein rotes, 275 Waffenteile. Nee, das ist mir zu wenig, alles. Hat sich hier noch was getan, Ink? Muss man ganz schnell was gucken. Immer noch ein Fragezeichen. Yoko Ono lebt noch. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, cool. Aber oh, da fehlen mir schon auch noch ein paar Teile, so wie es aussieht. Guti, ich speichere ab. Und ich würde sagen, wie wir da reinkommen, das sehen wir morgen. Haut rein. Tschüss.